Hallo, in diesem Video möchte ich ein kleines Beispiel zur Zweigstromanalyse zeigen. Die Zweigstromanalyse ist ja eines der ersten und einfachsten Netzwerkberechnungsverfahren, das man sich so anschaut. Und als Beispiel möchte ich hier mal eine Schaltung verwenden, die besteht aus einer Spannungsquelle, einem Widerstand, noch einem Widerstand. Und noch einen Widerstand, die sind irgendwie in so einer Sternschaltung oder in so einer T-Schaltung und natürlich noch einer zweiten Spannungsquelle, sonst wäre das Ganze ja relativ einfach. Dann könnte man das auch einfach mit Spannungsteilerregel oder Stromteilerregel oder sowas in dem Dreh rechnen. So, und das ist mal die Quelle UQ2, die soll mal 7 Volt haben. Das hier drüben ist die Quelle UQ1, auch in diese Richtung. Die soll mal 6 Volt haben und das hier ist der Widerstand R3 mit 3 Ohm, der Widerstand R2 mit 2 Ohm und hier in der Mitte der Widerstand R1 mit 1 Ohm. Das ist das Beispiel und was wir jetzt mit der Zweigstromanalyse berechnen wollen, sind alle Zweigströme durch die drei Zweige hier, also der Strom I3. Der Strom I2 hier an dieser Stelle und der Strom I1, der hier in der Mitte durch diesen Widerstand nach unten fließt. So, und um das jetzt zu berechnen mit der Zweigstromanalyse, macht man im Prinzip drei Sachen. Man stellt Maschensätze auf, unabhängige Maschensätze, man stellt Knotensätze auf und man setzt die Stromspannungsbeziehung dort ein. Und um jetzt unabhängige Maschensätze aufzustellen, benutzt man die Methode des vollständigen Baumes. Ein vollständiger Baum, zeichne ich hier mal ein, ist eine Verbindung von allen Knoten. Wir haben hier diesen Knoten und diesen Knoten. Eine Verbindung von allen Knoten, ohne dass es einen geschlossenen Umlauf gibt. Das wäre die einfachste Variante hier. Und dann können wir eben diesen vollständigen Baum über die verbleibenden Zweige schließen. Einmal über diese Masche hier. Das soll mal der Maschensatz 1 sein, der dann rauskommt. Und dann über eine zweite Masche hier drüben auf der Seite, das soll der Maschensatz 2 sein, der da rauskommt. Und diese beiden Maschensätze, die kann ich jetzt schon mal hinschreiben. Also der Maschensatz 1 in dieser Masche. Um den jetzt aufzuschreiben, braucht man natürlich erstmal Richtung für die Spannung. Die wähle ich jetzt mal natürlich genau so, wie ich schon die Richtung der Ströme gewählt habe. Also in diese Richtung hier und dann können wir für die erste Masche aufschreiben, wenn man mal von diesem Punkt hier oben hier runterläuft, dann muss ja die Spannung UQ1 genauso groß sein wie die Summe der Spannung U3 und die Spannung U1 zusammen addiert. Und genau das gleiche kann man jetzt für den zweiten Maschensatz machen. Auf dieser Seite hier drüben, auch hier zeichne ich mal noch ein Spannungspfeil ein für die Spannung über diesen Widerstand R2. Und wenn man jetzt von diesem Punkt hier runterläuft, dann ist auf diesem Weg laufen wir der Spannung UQ2 entlang. Und auf der anderen Seite ist das dann die Summe der Spannung U2 plus U1. So, das sind die beiden Maschensätze. Jetzt brauchen wir noch unabhängige Knotensätze. Bei den unabhängigen Knotensätzen ist es ein bisschen einfacher. Wir zählen einfach die Knoten, das sind hier zwei Stück. Wenn es K-Knoten gibt, gibt es K-1 unabhängige Knotensätze. Und das schreibe ich jetzt mal für diesen Knoten, den nehme ich mal A hier oben auf, also den Knotensatz für den Knoten A. Und dann können wir einfach sagen, okay, der Strom I3 und der Strom I2, die fließen beide auf den Knoten zu, der Strom I1 fließt weg. Also muss I1 genauso groß sein wie I2 plus I3. So, das ist jetzt alle Knotensätze, alle Maschensätze aufgeschrieben. Was wir jetzt als nächstes noch brauchen, sind die Stromspannungsbeziehungen. Also jeweils das ohmsche Gesetz an den Widerständen und das setze ich jetzt hier oben direkt mal ein. Die Spannung U3 können wir auch ausrechnen aus R3 mal I3 und die Spannung U1 an dieser Stelle können wir auch ausrechnen als R1 mal I1 und das gleiche können wir in dem zweiten Maschensatz noch machen und sagen,
Die Spannung U2 ergibt sich auch aus R2 mal I2 und die Spannung U1 aus R1 mal I1. Und wenn man jetzt die Stromspannungsbeziehung eingesetzt hat, stellt man fest, das ist schon mal ziemlich cool, weil das, was wir jetzt bekommen haben, ist ein Gleichungssystem mit drei Gleichungen und drei Unbekannten. Das ist prinzipiell lösbar, sollte lösbar sein. Und dieses Gleichungssystem schreibe ich jetzt nochmal hier neben in Matrixform hin. Und was wir da eben brauchen, ist eine, ich fange mal ein bisschen weiter drüben anzuschreiben, ist eine 3x3 Matrix, in der die Werte der Bauelemente drinstehen oder eben die Koeffizienten dieses Gleichungssystems. Diese Matrix wird multipliziert mit dem Vektor der Unbekannten, mit den Zweigströmen I1, I2 und I3, die wir ausrechnen wollen. Und auf der rechten Seite dieses Gleichungssystems stehen dann die Quellen. So, und jetzt schreiben wir einfach diese Koeffizienten hier ab. Also in der ersten Gleichung steht ja R1 mal I1, 0 mal I2 und R3 mal I3. Und das Ganze ergibt, wie wir sehen können, auf der anderen Seite UQ1. In der zweiten Gleichung haben wir ebenso R1 mal I1, R2 mal I2, 0 mal I3 und das Ganze ergibt die Quelle UQ2. Und in der letzten Gleichung ziehe ich jetzt mal das I1 auf die andere Seite mit rüber, dann würde hier eine Minus 1 stehen, eine 1, eine 1 und die ergeben zusammen auf der anderen Seite, auf dieser Seite der Gleichung, dann eben eine 0. Das ist das Gleichungssystem in Matrixform aufgeschrieben. Jetzt kann man in dieses Gleichungssystem natürlich die Werte der Bauelemente einsetzen, sagen, okay, R1 ist 1 Ohm, R3 sind 3 Ohm, R1 ist nochmal 1 Ohm, R2 sind 2 Ohm und die Minus 1, 1 und 1 schreibe ich einfach ab, dann stehen hier auf der Seite immer noch unsere unbekannten Zweigströme, die wir ausrechnen möchten, nämlich der Zweigstrom I1, der Zweigstrom I2, der Zweigstrom I3. Und auf der rechten Seite dieses Gleichungssystems stehen immer noch die Quellen UQ1, das waren, sehen wir drüben, 6 Volt und UQ2 sind 7 Volt, 6 Volt, 7 Volt und in der letzten Zeile dieser Matrix oder dieses Vektors steht eine 0. Und jetzt muss man dieses Gleichungssystem natürlich lösen. Das kann man jetzt geschickt machen in MATLAB oder in Octave. Das kann ich jetzt an diesem Lightboard hier natürlich nicht zeigen, aber wir können diese Matrix eben schreiben als eine Matrix R, diesen Vektor hier als ein Vektor der Zweigströme, den wir ausrechnen wollen, und das hier drüben als ein Vektor der Quellspannung. Und jetzt kann man dieses Gleichungssystem eben so lösen, indem man hier von der linken Seite, die Matrixmultiplikation ist ja nicht kommutativ, von dieser Seite das Inverse der Matrix dort ranrechnet. Inverse der Matrix mal Matrix ergibt die Einheitsmatrix. Einheitsmatrix mal diesen Vektor ergibt diesen Vektor. Also wir können den Vektor der Zweigströme, den wir ausrechnen wollen, bestimmen, indem wir das Inverse der Matrix R mal den Vektor der bekannten Quellen dort rechnen und multiplizieren. Und wenn man das dann macht, kommt man darauf, dass der erste Zweigstrom 3 Ampere groß ist, der zweite Zweigstrom 2 Ampere groß und der letzte Zweigstrom 1 Ampere groß ist. Ich schreibe das nochmal hinter. Also das oberste ist eben der Strom I1, das in der Mitte ist der Strom I2, das unterste ist der Strom I3. Und aus den Strömen, die können wir jetzt natürlich nehmen und rückwärtig wieder hier einsetzen in diese Stromspannungsbeziehung und können daraus, und das schreibe ich jetzt nochmal in Orange hin, die Spannung ausrechnen. Dann ist die Spannung
U1, die Zweigspannung U1 ergibt sich natürlich aus R1 mal I1, 1 Ohm mal 3 Ampere ergeben 3 Volt. Die Spannung U2, die können wir auch ausrechnen, das ist R2, 2 Ohm mal 2 Ampere ergibt 4 Volt. Und die Spannung U3, die Spannung über diesen Widerstand können wir ausrechnen, 3 Ohm mal 1 Ampere ergibt auch 3 Volt. Und damit kann man natürlich jetzt nachträglich nochmal alle Knotensätze und Maschensätze in dieser Schaltung überprüfen, um zu schauen, ob die berechnete Lösung stimmt. Also das hier sind 3 Volt, das hier sind auch 3 Volt, 3 Volt und 3 Volt ergeben 6 Volt, genau die gleichen 6 Volt, die wir auf dieser Seite haben. Also der Maschensatz 1, der stimmt schon mal. Das hier sind 4 Volt, das hier waren 3 Volt, 4 Volt zusammen mit 3 Volt ergeben 7 Volt, die gleichen 7 Volt, die wir hier auch auf dieser Seite haben. Das heißt, der zweite Maschensatz passt auch und der Strom waren 2 Ampere, der Strom sind 1 Ampere, 1 Ampere und 2 Ampere ergeben zusammen 3 Ampere. Das sind genau die 3 Ampere, die wir hier ausgerechnet haben. Und das heißt, der Knotensatz stimmt auch, die Schaltung ist richtig berechnet. Das war mal ein schönes, kleines, kurzes Beispiel für die Zweigstromanalyse.